Herzlich grüße ich Sie und euch zu unserem Mittagsimpuls. Heute, wie Sie sehen, nicht aus der Augustinerkirche, sondern aus meinem Arbeitszimmer. In der Musik erleben Sie heute eine Fortsetzung. Wie schon beim vergangenen Impuls spielt heute Philipp Hubert auf dem Klavier. Und weil wir beide hier oben bei mir im Zimmer keinen Platz hätten, spielt Philipp unten aus der Kirche. Im Lesungstext, den ich heute für Sie mitgebracht habe, vielen ist zumindest die Schlüsselaussage des Textes bekannt, ist Jesus wieder einmal mit seinen Jüngern unterwegs. Sie ahnen nichts Böses, zupfen, vielleicht etwas Gedanken verloren, ein paar Ehren von den Feldern und wieder einmal muss Jesus die ihm und seinen Jüngern vorgebrachten Anschuldigungen relativieren und für ein rechtes Verständnis der alten Überlieferungen sorgen. Im zweiten Kapitel des Markus-Evangeliums heißt es: An einem Sabbat ging Jesus durch die Kornfelder und unterwegs rissen seine Jünger Ehren ab. Da sagten die Pharisäer zu ihnen: Sieh dir an, was sie tun, das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Jesus antwortete: Habt ihr nie gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren und nichts zu essen hatten? Wie er zur Zeit des Hohepriesters Abjatar in das Haus Gottes ging und die heiligen Brote aß, die außer den Priestern niemand essen darf, und auch seinen Begleitern davon gab? Und Jesus sagte zu ihnen: Der Sabbat wurde für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat.
Im Werkzeugkasten der hilfreichen Fragen für einen gelungenen Smalltalk liegt sie ganz oben auf. Denn besonders für einen noch unbekannten Fall sollte man sie ohne weiteres griffbereit haben. Früh, aber durchaus rechtzeitig eingesetzt, bewirkt sie wahre Wunder. Die Antwort auf sie kann zum einen ganze Hallen für einen gesicherten Fortlauf des Gespräches öffnen, womit die Gefahr des peinlichen, sich gegenseitig Anschweigens zunächst einmal deutlich reduziert wäre. Und zum anderen liefert mir eben dieselbe Antwort wertvolle Informationen, die mich mein Gegenüber in der Zeitspanne eines Wimpernschlages in mein vorgefertigtes Schema einordnen lassen. Es geht um die Frage, was machen Sie, was machst du eigentlich beruflich? Vielleicht erwische ich ja einen Artgenossen. Dann ist, wenn ich meinen eigenen Beruf nicht gerade hasse, nach einem kurzen Prozess des Abtastens der Abend gerettet. Ich kann dort weitermachen, wo ich kurz zuvor am Arbeitsplatz aufgehört habe und mit meiner neu entdeckten Fachkollegin angeregt über die brandaktuellen Streitfragen meines Faches diskutieren. Meistens weniger zur Freude des Umfeldes. Vielleicht erwische ich aber auch einen Vertreter einer Berufsgruppe, die mich immer schon fasziniert hat und ich, wenn ich nur gekonnt hätte, die gleiche Laufbahn eingeschlagen hätte. Nun kann ich endlich einmal jemanden ausquetschen über all die spannenden Aufgaben, die er, die sie so zu bewältigen hat. Meine ganzen Idealvorstellungen über meinen geheimen Lieblingsberufsstand kann ich dann ungehemmt vor den Füßen meines neuen Vorbildes ausgießen und dabei fast den Blick, der ein dezentes »Wenn du nur wüsstest« verrät, übersehen. Jedenfalls aber schafft die Antwort auf die Frage, was machst du eigentlich beruflich, eine ungeheure Portion Klarheit. Frei nach dem Motto, sag mir, was du tust und ich sag dir, wer du bist, habe ich durch diese eine Information ein ziemlich genaues Bild von meinem Gegenüber gewonnen. Und eigentlich erwarte ich nun auch keine Überraschungen mehr. Fast bin ich mir sicher, dass ich am Ende des Abends auf dem Heimweg zu mir selbst, zu meiner Partnerin, zu meinem Partner oder zu meinem Mitbruder sagen werde, du, der so und so, ein typischer Lehrer, ein typischer Arzt, ein typischer Beamter, ein typischer Handwerker oder ein typischer Jurist. Über die Lehrer, die wir ja alle ganz genau kennen, möchte ich nun gar nicht sprechen, denn auch die Letztgenannten, die Juristen, kommen in der Einordnung auf der Skala der sympathischsten Berufe bei vielen nicht gut weg. Zwar gesteht man ihnen noch zu, dass sie fleißig und redegewandt schon in der Schule, was in den allermeisten Fällen definitiv eine Fehleinschätzung ist, als Überflieger aufgefallen, einen besonders scharfen Blick für die Dinge haben. Doch sind sie im Eigentlichen Besserwisser, denen es ständig nur auf jedes Klein-Klein ankommt, die sich in ihrer ihnen eigenen Sprache selbst verliebt um die eigene Achse drehen, die sich allzu oft als Rechtsverdreher statt Rechtsvertreter hervortun und das mit der Gerechtigkeit spätestens dann vergessen haben, als sie merkten, dass sich mit der freiberuflichen Advokatentätigkeit Geld verdienen lässt. Ich, der ich selbst ein Gewächs dieser Zunft bin und mir wohl noch ein gewisser Stallgeruch anhaftet, darf dies sagen. Und wohl auch deswegen ist mir der von Christiane Florin verfasste Artikel so ins Auge gesprungen. Er trägt den unmissverständlichen Titel »Jesus war Jurist«. Welch ein Glück, dass das geklärt ist. Denn nun kann ich mit diesem Jesus wunderbar fachsimpeln. Darüber, was denn nun erlaubt und verboten ist, wo genau die Grenze verläuft zwischen Sünde und noch so gerade keine Sünde, wer welche Zuständigkeit hat und wer nicht, wer zu was ermächtigt ist und wer sich rechtswidrig mit ihm nicht zustehender Kompetenzen bedient und deshalb, um das System zu schützen, bestraft werden muss. Jesus war Jurist. Kaum ein Text bringt dies so deutlich zum Ausdruck wie die sogenannten Antithesen aus der Bergpredigt im Matthäusevangelium. Dort macht Jesus, was Juristen so machen. Er legt aus. Im Text heißt es: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist,
du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst keinen Meineid schwören. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht und so weiter. Jesus legt hier aus. Er nimmt das Gesetz der Väter, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Meineid schwören und legt da, was genau darunter zu verstehen ist. Nämlich, dass das Tatbestandsmerkmal des Tötens schon beim ersten Schimpfwort erfüllt ist und der des Ehebruchs schon beim ersten lüsternen Blick. Dabei geht Jesus, wie Juristen heute sagen würde, weit über die Wortlautgrenze hinaus. Ungefähr so wie der Vorwurf, wie etwa die Befürworter der Ehe für alle, die doch unseren verfassungsgeschützten Ehebegriff unzulässig weit überdehnt haben. Mit der juristischen Methodenlehre eines Jesus von Nazareth jedenfalls kein Problem. Zum Glück ist da die Rechtswissenschaft heute weiter. Naja, jedenfalls liegt es auf der Hand, Jesus war Jurist. Und wenn ich noch hinzuziehe, dass er am Ende der Zeiten als Weltenrichter auftreten wird, dann ist doch klar, das geht nicht ohne die Befähigung zum Richteramt. Am besten gemäß § 5 Absatz 1 Deutsches Richtergesetz oder der entsprechenden Norm im Vatikan, falls es die gibt. Ein Jesus als Jurist, das ist endlich ein Jesus auf Augenhöhe. Ein Jesus, von dem ich weiß, wie ich ihn zu nehmen habe, denn ich kann ihn ja einsortieren in mein vertrautes Schema. Sag mir, was du machst, und ich sag dir, wer du bist. Natürlich ist Christiane Florins Beitrag eine wundervoll durchkomponierte, messerscharfe Satire, und ihr Urteil, dass Jesus wohl Jurist gewesen sein muss, gewinnt sie nicht aus Untersuchungen zur Biografie des historischen Jesus. Es genügt ein Blick in die kirchliche Situation der Gegenwart. Mit Blick auf aktuelle Schlagzeilen rund um das zum x-ten Mal unrühmliche Verhalten mancher Kirchenrepräsentanten in Sachen Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch schreibt sie: Ich bin mir jetzt sicher, was Jesus beruflich machte. Er war tatsächlich weder Wanderprediger, noch Polito, noch Soziologe. Jesus war Jurist. Dreifaltig kompetent, Straf-, Äußerungs- und Presserechtler in einer Person. Was er sagte, ob auf dem Berg oder am Abendmahlstisch, war stets gerichtsfest und jeder, der sich auf ihn beruft, verkündete die Wahrheit und nichts als die Wahrheit nach vorausgegangener Rechtmäßigkeitskontrolle. Moral hatte der Kirchenstifter nicht, Ethik brauchte er nicht. Wer braucht schon Ethik, wenn er Recht haben kann? Und fast hätte ich es vergessen, Jesus hat sich ja besonders in Sachen Kirchenstiftung einen Namen gemacht. Die Kirche steht gegründet auf Jesus Christ allein, heißt es im Kirchenlied. Nichts Menschengemachtes also, das mit sozial- oder humanwissenschaftlichen Methoden begutachtet werden könnte, wohl aber, das mag das Selbstbewusstsein des Juristen steigern, mit den hehren Methoden der Rechtswissenschaft. Und noch ein weiteres Feld hat Jesus wie kein anderer vor ihm geprägt. Er war Priesterweiher, wie Christiane Florin schreibt. Er selbst hat ja 12 Männer zu Priestern geweiht, eben nur Männer, weshalb das heute noch ganz genauso sein muss. Priesterweiher und Kirchenstifter. Anspruchsvolle Tätigkeiten, ein Glück also, dass Jesus von Hause aus Jurist war. Doch bei aller Liebe zur Juristerei, mir scheint sich da doch der Gedanke aufzudrängen, dass das Ganze, wie Juristen sagen würden, bei näherem Hinsehen und auch in der Gesamtschau doch nicht so ganz überzeugend ist. Jesus als Jurist? Haben da doch nicht die stolzen Juristen des römischen Rechtes und nach ihnen die Kirchenjuristen durch die Jahrhunderte hindurch Hand angelegt und ein Jesusbild gezeichnet, das an dem des Neuen Testamentes ein wenig vorbeigeht? Sind die Aussagen, die uns Matthäus von Jesus etwa über das Tötungsverbot überliefert,
wirklich recht setze, oder will er uns nicht auf einer anderen Ebene dafür sensibilisieren, welche Kleinigkeiten verheerende Auswirkungen haben können und dass eine Gesellschaft voller Hass und Streit nicht nur deshalb nicht tödlich ist, weil ja nun mal keiner durch das direkte Handanlegen des anderen zu Tode kommt. Hat nicht Jesus selbst allzu oft mit den Konventionen und Rechtsvorstellungen seiner Zeit gebrochen? Und da gibt es ja dann noch die Aussage Jesu, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat, mit der er rechtlich Einzementiertes wieder in ein rechtes Licht zu rücken versucht. So verstanden kann ich mit dem Gedanken von Jesus als Juristen wirklich etwas anfangen, doch die Kirche, die nach dem immer wiederkehrenden Mantra einzig und allein von Jesus gestiftet sein soll, stellt sich allzu selten die Frage, ob die Kirchenverfassung noch für den Menschen gemacht oder der Mensch für die Kirchenverfassung gemacht ist. Das mit dem Jesus als Juristen ist also so eine Sache, und da tut es gut, dass das Neue Testament uns wenigstens den Hinweis dafür gibt, dass Jesus doch zuallererst einmal etwas Gescheites gelernt hat. Er war, ganz in der Tradition seines Vaters Josef, Zimmermann. Was wäre wohl aus der Kirche geworden, wenn durch die Jahrhunderte hindurch die Zimmerleute und nicht die Juristen die Deutungshoheit gehabt hätten? Schlechter würde sie dann bestimmt nicht dastehen und das Bild, dass Jesus eine feste und stabile Kirche gebaut hat, ist somit auch realistischer. Was machst du, Jesus, eigentlich beruflich? Ich weiß nicht, ob Sie, falls Sie die Frage überhaupt interessiert, schon eine oder mehrere Antworten auf diese Frage bekommen haben. Je nach persönlichen Erfahrungen, je nach Gottesbild, in das sie hineingewachsen ist, können die Antworten sicherlich unterschiedlich ausfallen. Verheerend wäre es, sich vorschnell auf ein Berufsmuster festzulegen. Das geht bei Jesus mindestens genauso wenig wie bei allen neumodischen Berufsbildern, die längst nicht mehr in eine Schublade passen und unsere vorgefertigte Skala der sympathischen Berufe schon im Ansatz unbrauchbar machen. Jesus war also mit Sicherheit gelernter Zimmermann und darüber hinaus war er noch einiges anders. Zuallererst aber war er ein Mensch unter Menschen, der dazu aufgefordert hat, menschlich zu handeln. Das sollte uns fürs Erste genügen. Und diese so unjuristisch klingende Erkenntnis müssen sich selbst Juristen gefallen lassen, erst recht, wenn sie aus Jesus einen Juristen machen.